Geehrtes Publikum, ich darf Sie heute sehr herzlich zu unserer Lesung »Ihr müsst die Kinder aus Deutschland herausholen« Retterinnen und Hilfsorganisationen begrüßen. Mein Name ist Daniela Kalscheuer und ich bin hier im Haus als Studienleiterin für Interkulturelles und Zeitgeschichte tätig. Nicht alle waren Mörder, übertitelte der Schauspieler Michael Degen seine 1999 erschienene Autobiografie, in der er beschrieb, wie es ihm gelang, als jüdisches Kind mit Hilfe vieler HelferInnen die Verfolgung in der NS-Zeit zu überleben. Und auch in Frankfurt gab es Menschen, die sich nicht an den Untaten des Regimes beteiligten. Wenige, aber es gab sie. Nicht indem sie kämpften, sondern dadurch, dass sie einfach hinsahen und Hilfe leisteten, wo andere sich lieber an dem Gut der Verfolgten bereicherten, wegschauten oder gar zu Tätern wurden. Die Veranstaltung heute möchte die Arbeit der Hilfsorganisationen und der Menschen würdigen, die eine wichtige Rolle bei der Organisation der rettenden Kindertransporte spielten. Die Lebensgeschichten und Schicksale von Dr. Martha Wertheimer und anderen werden vorgestellt, denn sie leisteten Widerstand, rettenden Widerstand, Rettungswiderstand. Begleitet wird die Lesung von der Pianistin Professor Angelika Nebel, die ich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich begrüße. Sehr herzlich möchte ich mich auch bei unseren Kooperationspartnern bedanken, dem Projekt Jüdisches Leben und dem Verein gegen Vergessen für Demokratie, die diesen Abend heute erst ermöglichen. Ich darf nun Frau Rieber vom Projekt Jüdischen Leben das Wort übergeben. Noch ein kleiner Hinweis, sollten Sie Ihr Mobiltelefon noch auf laut haben, so würde ich Sie bitten, das nochmal schnell zu kontrollieren und gegebenenfalls abzuschalten oder auf lautlos zu stellen. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ihr müsst die Kinder aus Deutschland herausholen. Retterinnen und Hilfsorganisationen, so lautet der Titel der heutigen Veranstaltung, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Sie findet statt im Rahmen der Tage des Exils und handelt von Kindern, die mit den sogenannten Kindertransporten ins Exil geschickt wurden und von ihren RetterInnen, von denen nur einigen die Flucht aus Deutschland gelang. Dies ist bereits die vierte Veranstaltung zu diesem Themenkomplex hier im Haus am Dom. Im Februar 2018 hatten wir noch Renata Harris als Zeitzeugin eingeladen, hier als Mädchen Rollschuh fahrend. Im vergangenen Jahr konnten wir Lili Meyer zu einem Online-Gespräch über ihr Buch Auf Wiedersehen Kinder über Ernst Papanek gewinnen, indem es um dessen Rolle bei der Rettung der Kinder in Frankreich und in die USA ging. Im Juli 2021 haben wir in einer Lesung das Schicksal von Siegfried Würzburger, dessen Sohn nach Großbritannien flüchten konnte, in den Mittelpunkt gestellt. Eindrucksvoll hat die Pianistin Angelika Nebel diese Lesung mit den beiden erhaltenen Werken des Komponisten und Organisten Siegfried Würzburger musikalisch begleitet. Inzwischen hat Frau Nebel diese Stücke in einem Studio aufgenommen und als CD herausgegeben. Sie können das auch hinten erwerben. Beide Lesungen können Sie übrigens auf YouTube nachhören und sehen, so wie die Lesung heute auch. Ganz herzlich möchte ich mich bedanken bei Angelika Nebel, dass sie auch heute den Abend mit Musik begleitet und bei Daniela Kalscheuer, dass wir wieder zusammenarbeiten und die Veranstaltung hier zusammen durchführen können. Ich freue mich, dass ich diese Veranstaltung zusammen mit Hanna Eckert, Rina Nentwich und Eva Rossert-Hortz vorbereiten konnte und hoffe, dass wir einen informativen und abwechslungsreichen Abend gestalten konnten. Heute stehen Menschen und Organisationen im Vordergrund, von denen die Kinderimmigration vorbereitet und organisiert wurde. Etwa 20.000 Kinder, allein knapp 10.000 davon nach Großbritannien, konnten nach dem Novemberpogrom 1938 aus Deutschland gerettet werden. Diese Zahl muss allerdings durch weitere Forschung im In- und Ausland noch konkretisiert werden,
denn viele Fragen rund um die Kindertransporte und die Zahl der geretteten Kinder sind noch offen. In der vergangenen Woche erinnerte der 1. September an den Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 mit dem Überfall auf Polen. Mit dem Kriegseintritt von Großbritannien waren keine weiteren Kindertransporte mehr möglich, weshalb nur etwa 9.500 Kindern die Flucht nach England möglich war. Der 2. Dezember 1938 gilt vielerorts als Tag des Beginns der Kindertransporte, denn damals konnte eine erste Gruppe von Berlin aus nach Großbritannien gelangen. Blickt man jedoch nach Frankfurt, dann wird deutlich, wie notwendig es ist, den Blick zu weiten. Denn die ersten Kindergruppen verließen Frankfurt bereits im November 1938, und zwar nach Holland und Belgien, organisiert von Isidor Marx, der zusammen mit seiner Frau Rosa das israelitische Waisenhaus von Frankfurt leitete. Der Blick vieler ForscherInnen im In- und Ausland ist vor allem auf die Kinderimmigration nach Großbritannien und auf die Hauptstadt Berlin orientiert, beziehungsweise auf Wien und Prag. Wir möchten dagegen den Blick weiten und auch auf andere Länder, die Kinder gerettet haben, eingehen. Schätzungsweise 10.000 Kinder konnten über Schweden, Holland, Belgien, Frankreich, die Schweiz, die USA und Palästina gerettet werden. Systematische Forschung gibt es allerdings nur in Ansätzen. Für Frankfurt konnte ich bislang die Zahl von gut 600 Kindern, die von bzw. über Frankfurt mit einem Kindertransport fliehen konnten, ermitteln. Für Frankfurt gibt es bereits eine Reihe von Veröffentlichungen, die sich mit den Kindertransporten beschäftigen. Und hier möchte ich besonders Helga Krohn nennen, deren Forschungsergebnisse in den 90er Jahren eine wichtige Grundlage gelegt haben. 2018 haben 7 Autorinnen, darunter Hanna Eckert, Waltraud Giesen, wo sitzt sie, da hinten, und ich das Buch »Rettet wenigstens die Kinder« veröffentlicht. In diesem Buch werden 20 Kinder porträtiert, die Geschichten und Schicksale der Familienmitglieder beschrieben, und auf der Webseite des Projektes Jüdisches Leben in Frankfurt sind weitere Biografien zu finden. Mit diesem Sammelband konnte das Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt die Idee von Renata Harris, mit einem Denkmal an die Kindertransporte zu erinnern, entscheidend vorantreiben. Vor genau einem Jahr wurde es eingeweiht. Ergebnisse unserer Forschung konnten wir auch in die Ausstellung über Kinderemigration in der Deutschen Nationalbibliothek einbringen. So ist eben auch diese Graphic Novel entstanden. Hanna Eckert hat Recherchen über die Hilfsorganisationen beigetragen. Von mir stammen die Recherchen zu mehreren Hauptbiografien, die Kurzbiografien und die Länderinformationen. Und ich freue mich sehr, dass der Koffer von Renate Harris in der gegenwärtigen Ausstellung im Historischen Museum einen prominenten Platz gefunden hat. Die ist nur noch diese Woche zu sehen, die Ausstellung. Erwähnen möchte ich weiterhin die Forschung von Petra Bonavita, die sich mit den Quäkern beschäftigt hat, von Renate Hebauf, die ein Buch über die Kinder, die in die USA gelangen konnten, veröffentlicht. Sie ist auch heute hier. Volker Mahnkopp, der über das jüdische Kinderhaus in der Hans-Thoma-Straße gearbeitet hat, und Michael Ströder, dem die Erinnerung an das israelische Kinderheim in Dietz und an Isidor Marx besonders am Herzen liegt, der aber heute leider nicht hier sein kann. So fangen wir einerseits nicht am Nullpunkt an, andererseits ist noch viel Forschung nötig, um das Bild abzurunden und insbesondere den handelnden Personen, die wir heute in den Mittelpunkt stellen, die ihnen zustehende Anerkennung ihrer Leistungen zukommen zu lassen und sichtbar zu machen. Heute möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in das Thema geben, anhand einiger Biografien, vorwiegend von HelferInnen aus der Region. Bei der Auswahl haben wir unterschiedliche Ebenen und Perspektiven berücksichtigt. Das Ehepaar Marx und das israelische Waisenhaus im Rüder Bergweg, vorgetragen von Rina Nentwich, Tochter eines Kindertransportkindes, und von mir, Martha Wertheimer als Organisatorin der Kindertransporte, vorgestellt von der Historikerin Hanna Eckert, ein Beitrag von mir über die Lehrerin Hertha Meyer
und die jüdische Bezirksschule in Bad Nauheim und über Bertha Bracy, eine Quäkerin und zentrale Akteurin im Aufnahmeland in England oder Großbritannien, vorgetragen von Eva Rossa Hortz, selbst Mitglied der Quäker, der Gesellschaft der Freunde. Und nun der erste Musikbeitrag von Angelika Nebel. Ein paar Worte zu ihr. Die Pianistin war bis 2014 Professorin für Klavier an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Ihre reiche Konzerttätigkeit führt sie ins In- und Ausland. Einen Namen machte sie sich mit den in der Pandemie geborenen Studiokonzerten in kleinem Rahmen im Frankfurter Westend. Sie hat zahlreiche CDs herausgegeben, unter anderem mit den Werken von Sigrid Würzburger. Anlässlich ihres 75. Geburtstags würdigte die FAZ die Pianistin, insbesondere ihre fantasievollen Interpretationen. Frau Nebel interpretiert auch zahlreiche weniger bekannte Komponisten. Dazu gehört auch Valentin Silvestro. Ich muss gestehen, ich muss den erstmal googeln, von dem sie nun ein Wiegenlied vorträgt. Ich bin gebeten worden, zu den Stücken und vor den Stücken ein klein bisschen etwas zu sagen. Das tue ich sehr gerne. Der ukrainische Komponist Valentin Silvestrov floh im März 2022 mit Tochter und Enkelin von Kiew nach Berlin. Seine Kollegin, die Komponistin Sofia Gubaldulina, sagt über Silvestrovs Musikanschauung, Zitat, seiner Meinung nach ist schon alles da, ist alles schon geschrieben worden. Um das zu verstehen, muss man an den Allmächtigen erinnern. Alles ist schon einmal geschaffen worden, man muss nichts weiter tun, als aufmerksam dem zu lauschen, was schon da ist, und das wieder aufrufen. Dann fängt wieder etwas an zu schwingen. Es war eigentlich die ganze Zeit schon da, aber jetzt können auch wir die Schwingungen spüren und das als Musik wahrnehmen. Thank you.
Guido Marx wurde 1886 in Bödigheim im badischen Odenwald geboren. Er studierte am israelitischen Lehrerseminar in Würzburg und arbeitete anschließend als Lehrer in Randeck im Südwesten Deutschlands nahe der Schweizer Grenze ab 1912 in Geilingen. Daher hat er auch seine Kontakte für die sogenannte 300-Kinder-Aktion. Im selben Jahr heiratete er seine Verlobte Rosa Schwab, die aus Randeck stammte. In Geilingen wurden die drei Kinder des Ehepaars geboren, Hanna, Esther und Moses. Ab 1918 leitete das Ehepaar das israelitische Waisenhaus in Frankfurt. Hermann Lehrer, er konnte mit einem Kindertransport nach Frankreich fliehen, beschreibt seine Erfahrung im Waisenhaus in einem von einem Neffen herausgegebenen Buch, mit dem dem Ehepaar Marx ein Denkmal errichtet wird, wenngleich erst einmal nur auf Papier, so Michael Ströder, der das in französischer Sprache erschienene Buch auszugsweise übersetzt hat. Ein Zitat: Der Waisenhausdirektor, Herr Isidor Marx, war ein guter Mensch, der uns wie ein Vater liebte und den wir liebevoll Onkel Marx nannten. Er war um die 40 und ziemlich klein, hatte einen Bürstenhaarschnitt und um den Mund herum einen sorgfältig geschnittenen Schnurrbart. Er trug eine Brille mit runden Gläsern und einen stets makellos gebügelten Anzug mit Weste. Sein Blick war wohlwollend und sein freundliches Gesicht uns immer zugewandt. Seine Ehefrau Rosa war eine starke und energische Frau, die das Waisenhaus streng, aber freundlich gerecht führte. Sie trug ihre Haare in einem Knoten, aus dem sich gelegentlich Strähnen lösten, wenn sie in den Nebengebäuden geschäftig hin und her sauste. Sie hatte kräftige Hände wie eine Bäuerin und trug eine schwarze Schürze. Dies hob sich sehr gegenüber der eleganten Kleidung von Onkel Marx ab. Auch Abraham Baeza, früher Markus Stutzmann, erinnert sich lebendig an das Waisenhaus, in dem er ein- und ausging. Die Atmosphäre in diesem Waisenhaus war besonders. Die Familie Marx hat dieses Haus geführt, genau wie eine Familie. Kein Kind hat gespürt, dass sie nicht ihre Eltern sind. Sie hatten eine Wohnung im zweiten Stock, die immer offen stand, alle Türen. Und wenn sich ein Kind nicht gut fühlte, ist es raufgelaufen und hat gerufen: Onkel Marx oder Tante Rosa. Diese besondere Atmosphäre beschreibt auch das israelitische Gemeindeblatt von 1937, in dem das Haus näher vorgestellt wird. Das Waisenhaus, wir sehen es hier, erstreckte sich über drei Stockwerke. Im Keller ist die mit allen Errungenschaften der modernen Technik ausgestattete Waschküche. Im Erdgeschoss sind die 16 Mädchen untergebracht, die der Leitung von Fräulein Ella Schwarzenstein unterstehen. Der erste und zweite Stock gehört den Jungen. Wenn man die Schlafsäle, in denen die 58 Jungen untergebracht sind, betritt, erhält man den Eindruck von luftiger Geräumigkeit, die überhaupt alle Unterbringungsräume des Waisenhauses auszeichnet. Aus allem ist zu ersehen, wie vorbildlich die Organisation des Waisenhauses ist. Die hier angewandten Erziehungsprinzipien gehen darauf hinaus, den Kindern das elterliche Heim in seiner Behaglichkeit zu ersetzen. Das Waisenhaus, das auf gesetzestreuer Grundlage geführt wird, hat einen weit über die Grenzen Deutschlands hinausgehenden, reichen Freundeskreis. Dieser über die Landesgrenzen hinausgehende Ruf des Waisenhauses half Isidor Marx insbesondere nach dem Novemberpogrom 1938 dabei, Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder im Ausland zu finden. Da die Anzahl der Kinder im Waisenhaus Mitte der 30er Jahre stark anstieg, viele Kinder aus dem ländlichen Raum kamen nach Frankfurt, um dort in einem relativ geschützten Rahmen zu leben und ihre Ausbildung abzuschließen, bemühte sich Isidor Marx früh um Kontakte zu Institutionen im Ausland. Auf diese bereits bestehenden Kontakte konnte er nach dem Novemberpogrom aufbauen und so bereits im November 1938 mehrere Kindergruppen in die Niederlande und nach Belgien schicken.
Das Haus, an sich für 75 Kinder vorgesehen, war völlig überfüllt von Schutzsuchenden, beispielsweise aus der verwüsteten Bezirksschule in Bad Nauheim. Die Umstände zwangen Marx also zum sofortigen Handeln. Jetzt ein Zitat. Ihr macht euch keine Vorstellung, schildert er die Ereignisse später, wie viele Kinder seit dieser Zeit den Weg in unser Haus genommen haben. Aufgenommen, wieder weiter befördert und wieder neue aufgenommen und so weiter. Namentlich an diesen Tagen nach dem 10. November kamen unzählige Mütter. Vater im Lager, Wohnung nicht beziehbar, keine Existenz mehr, nirgends mehr Möglichkeiten, die Kinder zur Schule zu schicken. Zitat Ende. Bereits am 10. November 1938 brachte Rosa Mader, die im Waisenhaus als rechte Hand der Marxens tätig war, ihre Kinder nach Holland in Sicherheit. Am 15. November 1938 konnte eine weitere Gruppe in die Niederlande gebracht werden. Am folgenden Tag erschien ein Artikel in einer niederländischen Zeitung mit der Überschrift »Geflüchtet vor den deutschen Pogromen«. Unter der Kindergruppe von deutschen Kindern, die liebevoll im Waisenhaus zu Narden aufgenommen wurden, sind auch zwei Schwestern. Hier in der Kubel, in den sicheren Mauern dieses Zufluchtsortes, sind sie unerreichbar für die Männer aus dem Pogromland. Eine Hoffnung, die mit dem Überfall auf Westeuropa zerstört wurde. Einige der Kinder konnten noch nach Großbritannien gerettet werden, andere flüchteten nach Südafrika, etliche Kinder, wie auch Cilly Levitus, die Mutter von Rina Nentwich, überlebten in Holland im Versteck. Ich lese jetzt einen Auszug aus dem Buch »Zu keinem ein Wort«, das auf Tagebucheintragungen meiner Mutter beruht, was aber von einem Schriftsteller Lutz van Dijk literarisch geschrieben, aufgearbeitet und geschrieben wurde. Nur wenige Minuten später wurde erneut gegen das Tor geschlagen. Zu den Hitlerjungen hatten sich jetzt auch mehrere Nazis in SA-Uniform gestellt. Anscheinend erkannten sie erst allmählich, dass sie unser Heim bisher glatt übersehen hatten. Mit einem Brecheisen gelang es ihnen schließlich, unser stabiles Tor aufzubrechen und mit etwa 30 Mann in den Hof zu stürmen. Die folgenden 2 Stunden herrschte nur Chaos und Entsetzen im ganzen Haus. Einige von uns versuchten, sich unter den Betten zu verstecken. Andere stellten sich auf Stühle oder kletterten auf Schränke. Wir hatten vor allem Angst, dass sie auch hier Feuer legen würden. Bei allem, was wir gehört hatten, war deutlich geworden, dass die Feuerwehr bei jüdischen Häusern nicht löschte, sondern nur darauf achtete, dass das Feuer nicht auf christliche Nachbarhäuser übergriff. In einem geeigneten Moment rannten wir hinauf in den ersten Stock, wo die Jungen untergebracht waren. Hier traf ich Mutter, die Mutter meiner Mutter, also meine Großmutter war Haushälterin in dem Waisenhaus, die mit einigen der älteren Jungen im Speisesaal stand. Als sie mich sah, zog sie mich zu einem der hinteren Tische, deren frisch gebügelte weiße Decken bis zum Boden reichten, ohne dass schon Geschirr aufgedeckt war. Wo Tante Rosa und Tante Ella waren, konnte ich nicht ausmachen. Auch Onkel Isidor schien wie vom Erdboden verschwunden. Auf einmal stand er im Türrahmen, schwer atmend und in größter Sorge. Das ist unglaublich, sagte er leise. Und dann noch einmal, so etwas ist unglaublich. Seine sonst immer so ordentlich gebundene Krawatte war verrutscht und Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Onkel Isidor, rief einer der Jungen, du musst dich verstecken, die holen alle Männer zuerst ab. Wir hörten die Bande bereits im Stockwerk unter uns randalieren.
Sie zogen vom Zimmer zu Zimmer, rissen, wie ich später sah, die Schränke auf, warfen die Kleider auf den Boden, kippten Bücherregale um und zertrampelten sogar das Spielzeug der Kleinen. Sie kamen schnell näher. In dem Moment schlug Mutter die gestärkte, lange Tischdecke hoch und winkte Onkel Isidor heran. Kommen Sie, Herr Marx, Sie müssen sich verstecken. Wenn Ihnen etwas zustößt, sind wir alle verloren. Er zögerte einen Augenblick. Die ganze Situation war ihm sichtlich unangenehm. Dann bückte er sich aber endlich doch, um etwas ungeschickt und ohne ein weiteres Wort unter den Tisch zu kriechen. Im allerletzten Moment ließ Mutter die Tischdecke wieder herunter und schob mehrere von uns Kindern davor. Da waren die Nazis auch schon auf dem Gang zum Speisesaal. Unwillkürlich hielt ich mich mit einer Hand am Tisch fest. Als sie in der Tür zum Saal standen, schauten sie sich zuerst um, als würden sie etwas ganz Bestimmtes suchen. »Wo ist euer Chef?« brüllte einer. Ein anderer ergänzte, »Den Itzig bringen wir ins KZ.« Und ein dritter begann erneut, »Wo hat sich das feige Schwein versteckt?« Mutter trat mutig einen Schritt nach vorn und sagte, »Herr Marx hat heute Morgen das Haus verlassen.« Sie wussten offensichtlich nicht, ob sie ihr glauben sollten. Derjenige, der zuerst gesprochen hatte, schlug mit einem Knüppel gegen eine Glasscheibe des Geschirrschranks, die klirrend in tausend Stücke zersprang. »Wenn das nicht wahr ist, bist du auch dran.« Dann packten sie einen von den älteren Jungen am Hemd und zogen ihn ganz dicht zu sich heran. »Dann nehmen wir eben dich mit, Scheißkerl«, schrien sie ihn an. Einer trat ihm mit dem Stiefel in den Bauch, ein anderer riss ihn am Hemd wieder hoch. Dabei zerfetzte der Stoff und der Junge stand nun halb entblößt vor der Bande. Ich sah, wie sich seine Rippen vom schweren Atmen hoben und senkten. Schweiß stand ihm auf der Stirn, aber er heulte nicht und rief auch nicht um Hilfe. Als ihm nun einer der Kerle sogar ein Messer an den Hals setzte, griff Mutter erneut ein. »Lassen Sie den Jungen, das ist doch noch ein Kind!« Spöttisch rief der Mann mit dem Messer, ohne es von seinem Hals zu nehmen. »Wie alt bist du denn, Kleiner?« 15, presste der Junge hervor. Da ließen sie von ihm ab. Mutter erklärte mir später, dass sie nur junge Männer ab 16 mitnehmen durften. Kaum hatten sie den Speisesaal wieder verlassen, als sich das Tischtuch neben mir bewegte und Onkel Isidor darunter hervorlugte. Er schaute ernst, aber Mutter und wir anderen sahen uns erleichtert an. Selbst der Junge mit dem zerrissenen Hemd atmete auf und sagte mit verhaltener Stimme, »Onkel Isidor, bleib lieber unterm Tisch, bis sie wirklich weg sind.« Aber Onkel Isidor klopfte sein Jackett und seine Hose ab und versuchte, seine Krawatte wieder zurechtzurücken. »Unglaublich«, stammelte er erneut. Wir hörten die Kerle nacheinander wieder nach unten poltern. Zum Glück legten sie bis zuletzt kein Feuer. Mutter lugte durch die Gardinen am Fenster und berichtete, wie sie unser Heim wieder verließen. Einige Angestellte und ein paar der älteren Jungen waren mitgenommen worden. Alle kehrten am nächsten Tag, wenn auch zum Teil übel zugerichtet, wieder zurück. Als endlich alle weg waren und wir das Tor im Hof so gut es ging repariert und wieder geschlossen hatten, begannen wir mit dem Aufräumen. Später berichtete mir Mutter, dass ein paar junge SA-Männer auch in ihr Privatzimmer gestürmt waren und dort das Foto meiner Eltern von 1922 neben ihrem Bett entdeckt hatten. Sie wollten wissen, wo ihr Mann war. Mutter hatte so abweisend wie möglich geantwortet, »Mein Mann ist schon seit 7 Jahren tot.« Wenig später zeigte sie mir die Liebesbriefe meines Vaters, die er alle mit »In Liebe, dein Nazi« unterschrieben hat. Nazi war der Kosename von Ignaz. Das wurde zu der Zeit benutzt, bevor es die Nazis gegeben hat, oder zumindest bevor sie offiziell dann an die Macht kam.
und zerriss sie danach, damit sie nicht den wirklichen Nazis in die Hände fallen sollten. Im Wesentlichen hatten die überwiegend jugendlichen Randalierer bei uns im Heim uns vor allem eins klargemacht, dass es nun wirklich höchste Zeit war, Deutschland zu verlassen. Mein Gefühl der grenzenlosen Sicherheit in Onkel Isidors Nähe veränderte sich von diesem Tag an. Ich wusste, dass er für uns Kinder alles tun würde, aber dass sich dieser große, starke Mann von der Randalieren unter dem Tisch hatte verstecken müssen, hatte mich tief erschüttert. Ich begriff mit einem Mal, dass es Situationen gab, in denen wir Kinder nicht mehr auf den Schutz der Erwachsenen rechnen konnten, sondern bereit sein mussten, uns selbst zu helfen. Aber ich ahnte nicht, dass ich genau dies sehr bald selbst würde tun müssen. Ja, Isidor Marx war dann hektisch dabei zu telefonieren, um alles zu organisieren für die Kindertransporte. Und am 23. November 1938 konnte Zilli Levitus zusammen mit ihrer Schwester Jutta dann nach Holland gelangen. Weitere durch Isidor Marx vermittelte Kindergruppen konnten Ende November und im Dezember nach Belgien und Frankreich gelangen. Hermann Lehrer gehörte zu den Kindern, die am 6. Dezember 1938 nach Frankreich ausreichen konnten. Er schildert den Abschied von Isidor und Rosa Marx. Zitat: Der Abschied auf dem Bahnsteig war herzzerreißend. Die Kinder klammerten sich wie in einem Menschentraube an Onkel Marx und wollten ihn nicht loslassen. Zum ersten Mal sah ich, dass seine Augen gerötet und geschwollen waren und seine Lippen krampfartig zitterten, während er die Köpfe seiner lieben Kinder streichelte, um sie zu beruhigen. Rosa, die starke Frau, die Stütze des Waisenhauses, verbarg ihre dicken Tränen nicht, während sie uns umarmte. Frau Sommer und unser Erzieher, Herr Baumann und Herr Schlesinger, hatten große Probleme, die Kinder zum Einsteigen in den Zug zu bewegen. Als er sich schließlich in Bewegung setzte, waren alle am Fenster. Die Silhouette des Mannes, der 2 Jahre lang unser geliebter Vater gewesen war, wurde immer kleiner, löste sich schließlich ganz auf und verschwand im Nichts. Und solche herzzerreißenden Abschiedsszenen führten eben auch dazu, dass dann später die Eltern nicht mehr mit auf den Bahnsteig durften. Das war ja eine ganz frühe Gruppe, wo das noch nicht so organisiert gewesen ist wie dann später. Intensiv bemühte sich Isidor Marx auch darum, Kinder in die Schweiz zu retten. Bürokratische Hindernisse verzögerten jedoch diese Rettungsaktion, denn Voraussetzung war der Besitz eines deutschen Passes oder Kinderausweises und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die in vielen Fällen nicht so schnell beschafft werden konnte. In einem Brief an das Schweizer Hilfswerk für Immigrantenkinder vom 20. Dezember 1938 verweist Isidor Marx auf die Transporter nach Frankreich und Belgien. Zitat: Die dortigen Einwanderungsbehörden haben uns die Sache wesentlich erleichtert, indem sie auf die Kinderausweise verzichtet und lediglich Geburtsschein, Impfschein und ein von der Anstalt gestempeltes Lichtbild verlangten und die Ausstellung der amtlichen Ausweise auf einen späteren Termin verschieben, sodass dann alles in Ruhe nachträglich gemacht werden kann. Ich bitte Sie ergebenst, nochmals bei den dortigen Behörden vorstellig zu werden unter Schilderung all dieser schwierigen Verhältnisse. Verzeihen Sie die Belästigung, aber ich zerbreche mir dauernd den Kopf, was zu machen ist, schreibe Gesuche auf Gesuche, aber die Sache will nicht vorankommen. Zitat Ende. Schließlich gelang es am 5. Januar 1939, eine Gruppe von 97 Kindern aus Frankfurt im Rahmen der sogenannten 300-Kinder-Aktion in die Schweiz zu schicken, darunter Hannelore Adler, die zuvor in der jüdischen Bezirksschule in Bad Nauheim gewesen war.
Ende August 1939 begleitete Isidor Marx noch eine Gruppe von Kindern nach Großbritannien, kurz bevor der Krieg begann. Er kehrte nicht wieder nach Deutschland zurück. Mit dem Kriegsbeginn waren keine weiteren Kindertransporte nach Großbritannien mehr möglich. Aber Rosa Marx bemühte sich nach Kräften, weitere Kinder ins Ausland zu schicken. Zu ihnen gehörte eine Gruppe von Mädchen, die im März 1940 über Triest nach Palästina einreisen konnte. Hanna Levitus, die Schwester von Zilli, gehörte zu dieser Gruppe, ebenso wie Zillis Freundin Esther Kleinberger. Regina Levitus begleitete die Gruppe nach Triest und kehrte wieder nach Frankfurt zurück. Karl Kleinberger, der Bruder von Esther, gehörte zu der letzten Gruppe, die auf abenteuerlichen Wegen über den Balkan nach Palästina gelangten. Recha Freier hatte diesen illegalen Transport organisiert, mit dem 16 Jugendliche aus dem Waisenhaus, die übrigens ausländische Pässe hatten, anders wäre es nicht möglich gewesen, gerettet werden konnten. Rosa Marx ebenso wie Regina Levitus gelang die Flucht aus Deutschland nicht mehr. Sie wurden 1942, vermutlich im Juni, deportiert und ermordet. Nach der früheren Leiterin des Waisenhauses ist heute in Frankfurt der Rosa-Marx-Weg genannt. In dem Landstädtchen Northampton baute Isidor Marx ein Heim und eine Schule für Immigrantenkinder und evakuierte englische Kinder auf. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs folgte er dann seinen Kindern in die USA, seinen eigenen Kindern und auch den anderen Kindern. Dort starb er im November 1968. Das Ehepaar Marx hatte, wie wir heute nur andeuten konnten, eine enorme Bedeutung für die Kindertransporte aus Frankfurt und aus dem süddeutschen Raum. Wie viele Kinder sie retten bzw. welche Rettungsaktionen sie in die Wege leiten konnten, können wir gegenwärtig zwar anhand einzelner Transporte beziffern, aber es ist davon auszugehen, dass ihr Wirkungskreis darüber hinausging. Laut eigenen Angaben hat Marx mehr als 1000 Kindern das Leben gerettet. In Israel bleibt die Erinnerung an das Waisenhaus lebendig, wie dieses Foto von einem Wiedersehenstreffen mit Isidor Marx nach dem Zweiten Weltkrieg in Israel zeigt. Und da sind ja auch einige der Mädchen benannt. Da sieht man in der Mitte Onkel Isidor, Chana, die Schwester von Zilli, Esther, die Kleine, in der Mitte neben Isidor. Bei den anderen wusste die Tochter von Paula leider nicht die Namen, aber vielleicht kann man das nochmal nachkonstruieren. Ja, aber noch heute stehen die Kinder dieser jungen Frauen miteinander im Kontakt und tauschen sich in einer WhatsApp-Gruppe aus. Also da sieht man mal, welche Bedeutung das Waisenhaus, diese Gruppe und der Zusammenhalt, den sie hatten, auch auf die Jugendlichen hatte. Einen Martha-Wertheimer-Platz gibt es schon. Unser Wunsch ist es, auch ein Erinnerungsort für das israelitische Waisenhaus und das Wirken des Ehepaars Marx im Frankfurter Ostend zu schaffen. Ich versuche, den Namen lettisch auszusprechen. Alfreds Kludens ist ein lettischer Komponist, der die erste national-lettische Oper Banjuta schrieb und der auch für seine Chorlieder und seine Klaviermusik in seiner Heimat sehr geschätzt wird. Er heiratete übrigens eine deutsche Frau, sprach selbst auch Deutsch und sein Sohn ist auch Komponist geworden. Der Titel lautet Rudens Herbst.
Die Boote zu füllen, soweit wir welche haben, ist ein Zitat aus einem Brief von Martha Wertheimer, die ich hier vorstellen möchte, an ihren guten Bekannten Siegfried Guggenheim, ehemals Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Offenbach, nach Buchenwaldhaft emigriert in die USA. Also, Martha Wertheimer, der Name wird so ganz allmählich in Frankfurt und darüber hinaus wahrgenommen und bekannter. Ich will ganz kurz einmal darlegen, wie es dazu kam, dass ich mich nun seit reichlich 2 Jahrzehnten mit der Erforschung ihres Lebens und Wirkens befasse und nun endlich an ihrer Biografie sitze. Ich war seit Anfang der 1980er Jahre im historischen Archiv des legendären Frankfurter Unternehmens Metallgesellschaft AG beschäftigt. Die MG, 1881 von 3 jüdischen Unternehmern gegründet, hatte eine bedeutende und oft aufregende Geschichte. Im Hause war man der Auffassung, fast ohne Personenschaden durch die Nazi-Jahre gekommen zu sein. Ein einziges Opfer, ein nicht-jüdisches Vorstandsmitglied einer Tochtergesellschaft, nämlich ein Herr Schmidt-Fellner, Enkel des Bürgermeisters Fellner, der sich in den 1866er Jahren wegen der Preußen-Repressalien das Leben genommen hatte, wurde zur Kenntnis genommen. Durch meine Archivarbeit musste ich dann feststellen, dass das nicht die ganze Wahrheit war. Mehrere Mitarbeiter waren verfolgt und ermordet worden. So stieß ich zuerst auf das traurige Schicksal der jahrzehntelangen Vorstandssekretärin Lydia Wertheimer. Und bei der Beschäftigung mit ihrer Vita fand ich, dass sie eine Schwester hatte, die eine ganz bedeutende Rolle im ersten Drittel des Jahrhunderts gespielt hatte, Martha, die zweitgeborene Tochter eines jüdischen Elternpaars, der Vater aus Düdelsheim bei Büdingen in der Wetterau, die Mutter aus Niedreiber-Eschwege stammend. Das Paar zog nach Frankfurt, wo sich für Juden eine hoffnungsvollere Zukunft als auf dem Land abzeichnete. Zunächst in die Frankfurter Ostzeil, der Vater arbeitete laut Adressbuch als Trödler und Lohndiener, war zugleich in der Gründergemeinschaft der neo-orthodoxen Gemeinde und Vorsitzender der Chevra Kadisha, der Bestattungsvereinigung. Die Mutter betrieb eine Schneiderwerkstatt auf der Ostzeil. Der Sohn der Familie starb Anfang des Ersten Weltkrieges jung in Frankreich. Martha, ein aufgewecktes Kind, ging zunächst den einzig möglichen Weg der Zeit, das Lehrerinnenseminar der Elisabethenschule. Das berechtigte sie zum Unterricht an mittleren und höheren Mädchenschulen. Dann besuchte sie die Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften und nach deren Umwandlung in die Frankfurter Universität diese. Sie promovierte als 4. Frau zur Dr. Phil, engagierte sich fürs Frauenwahlrecht, für Mädchenbildung und für die Würdigung weiblicher Berufstätigkeit, fand 1919 eine Anstellung in der bürgerlich-liberalen Offenbacher Zeitung als Mädchen für alles. Von Marktberichten über Gerichtsreportagen, Sozialskizzen, Leserberatung, Theaterkritiken und. Sie schuf sich parallel zu ihrem Frankfurter auch einen Offenbacher Freundeskreis, der in meinen Ausführungen später noch eine Rolle spielen wird. Nach ihrer Redaktionstätigkeit fuhr sie mit der Knorremil genannten rumpeligen Straßenbahn nach Frankfurt zurück und sah sich Abend für Abend Theaterstücke an, deren Besprechung dann tags darauf gedruckt erschienen. Besprechungen. Sie genoss zusammen mit ihrer Schwester Ferienaufenthalte in Paris, Rom und ganz besonders gerne in den Schweizer Alpen, aber auch im Odenwald und am Rhein. Das Leben meinte es ganz gut mit ihr, bis zum Frühjahr 1933. Die Zeitung entließ sie aus rassischen Gründen. Sie trat in die Redaktion des israelitischen Familienblatts ein, der damals auflagenstärksten jüdischen Zeitung, und widmete sich fortan vorwiegend jüdischen Themen: Religion, Selbstverständnis, Ausbildung, Auswanderung. Mitte der 1930er Jahre wurden den Schwestern die Wohnung in der Heimatsiedlung, einem Ernst-May-Projekt, gekündigt. Von 1935 bis 1938 ging sie in der Berliner Redaktion des Blattes. Seit ihrer Jugend, seit ihrem Studium war sie begeisterte Sportlerin. Schwimmen, Fechten, Bergwandern, Rudern. Sie war der jungen Frankfurter Eintracht eng verbunden, redigierte die Vereinszeitung. In Berlin saß sie im Vorstand des Maccabi und begleitete die jungen Mitglieder beim Anrudern. Das muss irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Daneben besuchte sie auswanderungswillige Jugendliche auf den Hachschra-Höfen in der Mark Brandenburg, wirkte dort als Gastmatricha, also als Lehrerin, erteilte Wochenends Unterricht. Auch in Berlin entwickelte sie einen Freundeskreis, dazu gehörte unter anderem der Reformrabbiner Joachim Prinz. Sie engagierte sich im Jüdischen Kulturbund und produzierte noch einige preisgekrönte literarische Werke.
eine Ende des Jahres 1937 unternommene Palästina-Reise, um ihre Leser über das strapaziöse, aber auch beglückende Leben in Eretz Israel zu unterrichten, nahm sie nicht zur Gelegenheit für eine Flucht wahr. Sie wollte ihre Schwester, die inzwischen ihre Anstellung in Frankfurt verloren hatte, nicht alleine wissen. Doch traf sie in Palästina mehrere junge Leute, die ihr von ihrer Bildungsarbeit vertraut und lieb waren, wieder und beschrieb in einer bewegenden Artikelserie das Leben in den noch sehr provisorischen Kibbuzim. Doch pünktlich zur Reichspogromnacht kehrte sie nach Frankfurt zurück und stellte sich der Gemeinde zur Verfügung. Sie kümmerte sich um das Waisenhaus am Röderbergweg, davon haben wir gerade gehört, sorgte für arme, verwitwete Waisen für Ausbildung. Die Nacht der Verfolgung, der Zerstörung, der Misshandlung und teilweise Ermordung hatte sie überstanden, indem sie mit Erich Künstlicher, dem jüngsten Maccabi-Vorstandsmitglied je, in einem Auto in der Umgebung Frankfurts herumgefahren und so zu Hause nicht greifbar war. Erich Künstlicher, der sich als junger Mann auch als Begleiter von Kindertransporten engagierte, hat mir 1995 in einem Brief diese Tour beschrieben. Da lese ich gerade mal was draus vor. Ich wurde früh am Morgen des 9. November von einem unserer Mitglieder angerufen. Ein Junge, der am Büro vorbeigekommen war, konnte sehen, wie Büromöbel und Akten aus den Fenstern geworfen wurden. Kurz danach rief mich Marwe an und sagte, dass der Vorstand beschlossen hätte, mit zwei Autos die Stadt zu verlassen und aufs Land zu fahren, bis sich, wie man so glaubte, der Volkssturm beruhigt hätte. Ich wurde abgeholt und saß im selben Auto wie Marwe. Wir machten eine Tagestour in die Umgebung von Frankfurt. In den Dörfern, wo Juden wohnten, konnten wir überall sehen, wie Juden verhaftet wurden und ihre Wohnungen und Geschäfte zerstört. Als es dunkel wurde, beschlossen wir dann, nach Frankfurt zurückzufahren. Gegen 9 am Abend rief mich Marwe am Telefon an und fragte, ob ich denn noch frei war, da inzwischen alle übrigen Vorstandsmitglieder sofort nach ihrer Heimkunft verhaftet worden waren. Das hatte sie von den Frauen der Männer erfahren. Über Erich Künstlicher kann ich, wenn es gewünscht wird, nachher noch ein paar Informationen geben. Seine Biografin kann leider heute nicht hier sein. Martha schrieb resigniert an nach Australien emigrierte Freunde: Meine lieben beide, am 10.11. war ich zufälliger und glücklicherweise in Frankfurt stationiert, habe mich am 11. sofort der Gemeinde für jegliche Art von Arbeit, die käme, zur Verfügung gestellt. Ich wurde dann im Waisenhaus eingesetzt, wo zu 50 Knaben der Anstalt etwa die gleiche Zahl kleinerer Flüchtlinge kam. Und da kein Hauslehrer da war und alle Hilfskräfte knapp, übernahm ich denn diese 100, die in keine Schule gehen konnten, lobte, ohrfeigte, tröstete, diktierte Briefe an die Verwandtschaft und so weiter. Nach 3 Wochen konnten sie dann morgens wieder in die Schule, aber es blieb noch Arbeit genug. Und als wir wieder 2 Hauslehrer hatten, berief mich die Gemeinde, sehr zum Kummer der Waisenanstalt, zur Übernahme der gesamten Jugendfürsorge, vor allem der Leitung für die Kindertransporte. Und das mache ich nun. Harte Arbeit, weil sie ideenlos ist, weil sie nur ein Sauve qui peut, rette sich wer kann, für ein paar wenige darstellt. Nun war rasches, konsequentes und viel umfassendes Handeln geboten. Schon vorher hatten die Leiter des Waisenhauses, Isidor und Rosa Marx, die wurden gerade vorgestellt, sich nach Möglichkeiten umgetan und Kontakte geknüpft, Kinder ins Ausland zu schicken, um sie vor der Verfolgung zu bewahren. Martha Wertheimer hatte als, wie sie es so nannte, Propagandistin der zionistischen Vereinigung in dieser Zeit Werbung für die Aliyah, also die Emigration nach Palästina, betrieben. Aber angesichts der massiven Drangsale der Nationalsozialisten konnten die jungen Leute nun nicht mehr 2-3 Jahre auf Hachschara gehen. Es musste ganz, ganz schnell gehen und unter sehr schwierigen Bedingungen. Sie schreibt ihrem Freund Guggenheim: Die Gemeinde berief mich nun auf bezahlten Posten zur Übernahme der ganzen Jugendfürsorge. Insbesondere habe ich die Kinderverschickung völlig aufgezogen und sammle bei Transporten alles aus Süddeutschland hier. Meine Sprechstunde, wir hausen in einem Schulsaal der ehemaligen israelitischen Volksschule auf dem Röderbergweg in einem Raum zu 5. 3 Schreibmaschinen klappern und 2 Telefone sind zu bedienen. An 2 Schreibtischen ist Beratung der Petenten. Man sieht 3-mal in der Woche einen Durchschnitt von 50 Petenten. Ich beginne morgens um Schlag 8 Uhr, arbeite ohne Pause bis 5 Uhr durch, diktiere zwischen den Sprechstunden eine Unmenge Post und abends um 8.30 Uhr kann ich die Augen nicht mehr offen halten.
Eigene Auswanderungsbemühungen wurden erst einmal hintangestellt, zumal ihrer Schwester Lydia der Pass entzogen war. Lydia hatte tiefe Insiderkenntnisse über die Metallgesellschaft, einen rüstungswichtigen Betrieb, und die sollte sie nicht dem Feind verraten können. Ja, und wie sah nun das Prozedere einer Kinderauswanderung aus? Es war eine organisatorische Meisterleistung. Der erste Transport ging wohl Anfang Dezember aus Berlin ab. Die Kontaktstelle in England war das RCM, das Refugee Children's Movement. Das saß im Bloomsbury House in London. Wichtig war, es gab garantierte und nicht garantierte Kinder. Für die Garantierten hafteten Sponsoren mit 50 Pfund und der Versicherung zur Versorgung und Verpflegung der Kinder auch im Krankheitsfall. 50 Pfund, das waren ungefähr 3 Monatseinkommen eines mittleren Angestellten. Für die gut 2300 nicht garantierten von knapp 10.000 Kindern musste der RCM die Kosten aufbringen. Zu den damaligen Unterstützern zählten große englische Namen: Montefiore, Marks & Spencer, Rothschild, Oppenheimer, Sassoon. Partner des RCM in Deutschland war die Reichsvertretung der Juden in Deutschland, ehemals die Reichsvertretung der deutschen Juden, aber so durften sie sich dann nicht mehr nennen. Es gab einen streng geregelten Amtsweg, direkte Anmeldungen wurden einfach ignoriert. Die Kinder mussten in kürzester Frist mit einem Kinderpass versehen werden, sie wurden fotografiert und sie erhielten eine Permit-Nummer auf einem Pappschild um den Hals. Es mussten Bahn- und Schiffsplätze reserviert werden, die Fahrtkosten hatten die Eltern aufzubringen. Pro Transport war die Maximalgrenze der Gruppen der Kinder etwa 300. Kurz vor der Abreise erhielten die Eltern einen Bescheid über den bevorstehenden Transport. Und der lautete: Wir teilen Ihnen hierdurch mit, dass Ihr Kind unter Permitnummer an den nächsten England-Transport am Datum eingesetzt ist. Voraussichtlich wird der Zug 7.57 Uhr ab Frankfurt am Main benutzt. In dem Fall ist Treffpunkt 7.15 Uhr an den Bänken links beim Blumenstand. Handgepäck ist dort zusammenzustellen. Es wird in unserem Auftrag durch einen Gepäckträger ins Coupé befördert. Falls Ihr Kind noch nicht im Besitz eines Passes oder Kinderausweises ist, wollen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung setzen. Unbedenklichkeitsbescheinigung ist dringend erforderlich. Für das Passagiergut und Handgepäck sind Listen anzufertigen, die sofort bei der zuständigen Devisenstelle in der Goethestraße 9 abgestempelt werden müssen. Sie sind auf folgenden Text zu überschreiben: Für Teilnehmer an dem Kindertransport der jüdischen Wohlfahrtspflege Frankfurt am Main am 3.5.39 nach England. Das Gepäck kann einen Tag vor der Abfahrt als Passagiergut zollfertig gemacht und dann nach London gegeben werden. Die hierzu nötige Fahrkarte ist am 2.5. von 10 Uhr ab bei uns entgegenzunehmen. Martha Wertheimer hat in einem sehr berührenden Artikel die Situation im Waisenhaus beschrieben. Der Morgen kommt, an dem bei uns im Waisenhaus lange Tische auf dem Korridor vor den Fenstern stehen und auf ihnen liegen in gleichmäßig kleinen Bündeln Unterwäsche, Nachtanzüge, Socken, Hosen, Pullover, Jacken, frisch gewaschen und ordentlich geflickt, liegen warme Handschuhe, Mützen, Schals. Aber der Mensch lebt ja nicht von der äußeren Wärme allein. Auch der kleinste Koffer muss noch ein bisschen Platz haben für das wichtigste Besitztum, für ein Märchenbuch, ein Legespiel, eine Puppe, einen Malkasten. Unsere Buben haben mich, die ja nicht mitpackt und daher über wohltuende Neutralität verfügt, als Vorinstanz eingerichtet. Am kritischen Tag des Einpackens hält man mir immer wieder etwas vor die Augen, was eigentlich mit müsste und ob das noch könnte. Ich muss sehr viel Fantasie einschalten, diesmal zum Ausreden statt Einreden. Denn eine Eisenbahn ist schließlich überflüssig, wenn man selbst stundenlang in der richtigen sein darf. Und ein Steinbaukasten findet wohl Ersatz im verheißenen neuen Heim. Später freilich, als die Koffer und die Kinder weg und die Eisenbahn, der Baukasten und das Pferdchen herrenlos sind. Sie selbst hat, wie aus einem ihrer Briefe an Guggenheim zu erfahren ist, mehrere Gruppen nach England begleitet und die Kinder dort abgeliefert. Im Februar haben wir insgesamt 5 Transporte der jüdischen Kinderauslandsverschickung Frankfurt, haben insgesamt 5 Transporte der jüdischen Kinderauslandsverschickung Frankfurt verlassen. Am 1. Februar ein Transport, dem nur Kinder aus der Provinz Hessen-Nassau, keins der jüdischen Gemeinde Frankfurt angeschlossen waren, mit dem 12 Kinder nach Belgien,
Am 2. Februar einer mit 20 Kindern nach England, am 7. Februar mit 20 Kindern aus Hessen-Nassau, dem 4 Kinder aus Frankfurt angehörten, am 16. Februar einer nach Holland mit 4 Kindern aus Frankfurt und am 22. Februar einer nach Brüssel mit ebenfalls 4 Kindern, also insgesamt 28 Kindern aus der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Es ist dabei zu betonen, dass alle Kinder, die aus der Gemeinde Frankfurt nach England kamen, sogenannte garantierte Kinder waren. Sie schilderte Guggenheim den Ablauf. Wir beginnen unsere Arbeit um 11 Uhr des ersten Tages und beenden sie um 14.30 Uhr am folgenden. Denn es ist eine Einwanderung von jedes Mal ca. 120 Kindern, die wir mitbringen und die wir alle dem Arzt und den Einwanderungsbeamten einzeln vorzustellen haben. Nach diesem Dienst haben wir 2 Tage Gastfreundschaft in einem elendiglichen kleinen Hotel, das uns das Komitee bezahlt. Kein Geld als unsere 17 Schilling, die wir mitnehmen dürfen, und jedes Telefongespräch ist ein Opfer, geschweige denn Metropolitan-Fahrten. Am 3. Tag fliege ich dann schon wieder zurück, weil ich schon wieder einen neuen Transport vorzubereiten habe. Es geht bei mir um alle süddeutschen und südwestdeutschen Kinder, die zur Verschickung kommen. Die Kinder zwischen Kleinkinderalter und kurz vor 18 reisten mit einigen Begleitern, die sofort zurückkommen mussten. Wäre jemand von ihnen geblieben, wären die Kindertransporte umgehend eingestellt worden. Der Kriegsbeginn am 1. September 1939 setzte den Kindertransporten ein jähes Ende. Martha schrieb an Siegfried Guggenheim im Frühjahr 1940, die Arbeit, die gleiche wie im Sommer. Ich versuche, Kinder zu verschicken, aber zurzeit geht es nur noch nach USA. Viel Arbeit, aber doch auch wieder lohnend. Ich betreue das Waisenhaus wie seither, da wächst die Arbeit mit immer neu dazukommenden Pflichten. Ich mache viel Außendienst in der Fürsorge, bin in der Abteilung Wohlfahrtspflege, wir gehören jetzt zur Gemeinde, so eine Art Nothilfe. Wenn was schief geht, heißt es immer, ach, gehen Sie doch damit mal runter zu Marwe. Und die macht's dann. Marwe nennt mich das ganze Haus hier vom Pförtner bis zum Leiter, dieweil die bequeme und zugleich zärtliche Abkürzung, die einst die Buben und Mädels in den Jugendbünden für mich gebrauchten, sich rumgesprochen hat und weil die Leute mich ungern mit Doktortitel anreden, der ihnen zu fremd und steif für mich scheint. Als die Wertheimer Schwestern endlich ernsthaft ihre Auswanderung anstrebten, war es zu spät. Die Quotenzahl für die USA war unerreichbar hoch, Englands Grenzen geschlossen und die Hoffnung, eventuell nach Shanghai zu entkommen, Lydias ehemalige Kollegen hatten 1.000 Dollars gesammelt, zerschlug sich ebenso. Martha Wertheimer widmete sich weiter in religiösem und sozialem Sinne den verbliebenen Frankfurtern. Mehrere Menschen aus ihrem persönlichen Umkreis waren schon deportiert worden. Von der Gestapo wurde sie als Mitarbeiterin der Gemeinde dann dazu verpflichtet, die Deportationsopfer über die formalen Regelungen zu informieren. Gepäckstücke, Verpflegung, Abgabe von Geld, Schmuck, Haustieren, Radiogeräten etc. Sie suchte in vielen Fällen zu verhandeln, Zeit herauszuschinden, meistens ohne Erfolg. Im Juni 1942 wurden die Schwestern, die letzten Monate in einem Judenhaus in der Fürstenberger Straße eingepfercht waren, nachdem ihre Dachwohnung im Westend einer englischen Sprengbombe zum Opfer gefallen, Martha schwer verletzt und all ihr Hab und Gut in Trümmer geraten war, selbst Opfer der Deportation. Am 11. Juni war es soweit. Am Bahnhof erlitt der von den Nazis benannte Transportleiter einen Nervenzusammenbruch und Martha wurde zur Transportleiterin bestimmt. Alles sollte ohne Panik geordnet und still ablaufen. Eine Freundin, eine Nichtjüdin, teilte nach dem Krieg Überlebenden mit, Martha hätte ihr beim letzten Zusammentreffen eine Dosis Gift gezeigt und ihr gesagt, sie wüsste, wie das anzuwenden wäre. Ob sie das auf dem Weg nach Sobibor genommen hat, wird nie mehr festzustellen sein. Mein Mann und ich haben vor 7 Jahren für die Schwestern Wertheimer in der Heimatsiedlung in Sachsenhausen Stolpersteine legen lassen und ich bin sehr froh über die kürzlich erfolgte Platzbenennung in der Nähe des Südbahnhofs. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber auch an die Aktivitäten einer Familie erinnern, die mit Martha Wertheimer sehr eng verbunden war, nämlich die Familie Katz aus Offenbach. Bernhard, Rechtsanwalt, Stadtverordneter und Begründer der dortigen Volkshochschule, seine Frau Toni, ehrenamtliche Mitarbeiterin von Bertha Pappenheim in Neu-Isenburg, die Söhne Walter und Willi. Walter schloss sich den internationalen Brigaden an und wurde als letzter ausländischer Flieger für die Republik abgeschossen. Bernhard brach
im rettenden England auf dem Flugplatz mit einem Herzinfarkt tot zusammen. Toni und Willi konnten sich nach Frankreich retten und kümmerten sich in einem der Gräfin Germaine de Rothschild gehörenden Schloss bei Paris um Flüchtlingskinder. Für diese Familie wurde vor wenigen Monaten in Offenbach Stolpersteine verlegt. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Nach den beiden Heimleitern und der Organisatorin von Kindertransporten nun die Perspektive einer Lehrerin. Es geht um Hertha Mayer. 1913, ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs, wurde Hertha Mayer in Haxheim bei Mainz geboren. Als viertes von fünf Kindern des Kaufmanns Ferdinand Mayer und seiner Frau Judith. Das Ehepaar führte in Haxheim ein gutgehendes Geschäft für Manufaktur und Tabakwaren. Den zunehmenden Antisemitismus spürten die Mitglieder der Familie schon vor 1933. Aus diesem Grund verließ ein Mitglied der Familie nach dem anderen den Weinort in Rheinhessen, der einmal ihre Heimat gewesen war. Ferdinand und Judith Mayer zogen nach Frankfurt. Der Sohn Moritz lebte dort bereits. Er wurde 1934 Leiter des Tagesheims der erwerbslosen jüdischen Jugend, einer Einrichtung der jüdischen Wohlfahrtspflege. Hertha Mayer hatte nach dem Abschluss ihrer Schulausbildung mit dem Abitur in Mainz eigentlich vor, Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren und aufgrund ihrer hervorragenden Schulleistung und Beurteilung sogar Aussicht auf ein Stipendium. Herthas Lehrerin hatte die junge Frau ausdrücklich ermutigt, ein Studium aufzunehmen.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten wirkte sich jedoch unmittelbar auf die beruflichen Perspektiven von Hertha Mayer aus. Gleich zu Beginn der NS-Herrschaft wurden Zulassungsbeschränkungen für jüdische Studierende erlassen. Ihr Anteil wurde auf 1,5% begrenzt. Daher sah Hertha Mayer keine Chance, ein Studium zu beginnen. So entschloss sie sich, eine Haushaltungsschule zu besuchen. Mit dieser Ausbildung wollte sie sich die Möglichkeit offen halten, in Privathaushalten oder Kinderheimen arbeiten zu können. 1934 begann sie ein Lehrerstudium an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg. Und nach Abschluss des Studiums arbeitete sie ab August 1936 zunächst als Lehrerin in Höchst im Odenwald und ein Jahr später trat sie ihre Stelle an der jüdischen Bezirksschule in Bad Nauheim an. Die 1937 vom Landesverband israelitischer Religionsgemeinden gegründete jüdische Bezirksschule in Bad Nauheim war zuvor eine jüdische Kinderheilstätte gewesen. Das kann man da an dem Stempel sehen. 1891 von Mitgliedern der Frankfurter Loge Bnei Brit gegründet, wurde 1899 ein modernes Kurheim in der Frankfurter Straße eröffnet. Da sich die antisemitische Politik der Nationalsozialisten auch auf Kurbäder und Kureinrichtungen auswirkte, führten die zunehmenden Repressionen 1936 zur Schließung des Heimes. Ein Jahr später wurde in der früheren israelitischen Kinderheilstätte die jüdische Bezirksschule Bad Nauheim eröffnet. Die frühere Leiterin des Kurheims, Frieda Fröhlich, fand in dem zu der Schule gehörenden Internat eine neue Wirkungsstätte. Das ist die Dame in der Mitte mit der Schwesterntracht. Eine eigene Schule für Kinder aus den hessischen Landgemeinden war notwendig geworden, weil den jüdischen Kindern zunehmend der Zugang zu den öffentlichen Schulen verwehrt wurde. Schon 1933 war der Anteil jüdischer Kinder in den weiterführenden Schulen beschränkt worden. Weitere Erschwerungen folgten mit den Nürnberger Rassegesetzen von 1935, bis der Besuch öffentlicher Schulen nach dem Novemberpogrom 1938 nicht mehr möglich war. Viele Familien zogen daher vom Land nach Frankfurt oder in andere größere Städte, in denen es jüdische Schulen gab, um den Kindern dort eine Ausbildung zu ermöglichen. Etliche Kinder wurden auch ohne ihre Familie nach Frankfurt geschickt und lebten dort als Pensionsgäste bei jüdischen Familien oder in Kinderheimen. Einige der Kinder der Schule waren zeitweise keinem geregelten Schulbesuch mehr nachgekommen. So entschloss sich der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen zur Errichtung der jüdischen Bezirksschule. 161 Kinder aus 76 Orten besuchten die Bezirksschule, davon etwa die Hälfte als Pendler. Die anderen Kinder wurden in dem von Frieda Fröhlich geleiteten Internat untergebracht. Da die Lernvoraussetzungen der Kinder sehr unterschiedlich waren, behalf man sich statt der Einteilung der Kinder in Klassen mit einem Kurssystem. Das Heim wurde religiös geführt und neben dem regelmäßigen Besuch der Synagoge spielte der Hebräischunterricht eine wichtige Rolle. Zur Vorbereitung auf die Emigration wurden Englisch- und Ivritkurse angeboten, auch für Erwachsene. Daneben wurden die Schüler in handwerklichen Fächern und Landwirtschaft ausgebildet, die Mädchen in Hauswirtschaft. Leiter der Schule war der Bad Nauheimer Kantor Karl Bettmann. Ich kann es jetzt gerade nicht sehen von hier aus. Moment. Ja, von dem Hertha Mayer mit großem Respekt sprach und Hertha Mayer ist die zweite von links. Ich glaube, der Karl Bettmann ist der erste von links. Das Besondere der Schule, so Hertha Mayer, war es, den Kindern, die zum Teil traumatische Erfahrungen in den Schulen der Herkunftsorte gemacht hatten, zu helfen und ihnen neuen Mut und Kraft zu geben. Sie sah somit eine wichtige Aufgabe darin, wieder Vertrauen aufzubauen. Zitat: Wir haben sie oft frei sprechen lassen. Sie sollten erzählen, was sich ereignet hat. Neben dem Fachunterricht und der Vorbereitung auf die Auswanderung nahm daher die psychologische Unterstützung der Kinder einen breiten Raum in der Arbeit der Lehrerin ein. Die Schule sollte ein Schutzraum sein, der die Jugendlichen auffangen
und ihnen Raum zur Entfaltung bieten konnte. Am 9. November 1938 endete diese Zeit des Atemholens. Die Männer wurden verhaftet, die übrigen Bewohner des Heims bedroht und die Schule verwüstet. Am Morgen des 10. November wurden die Kinder und ihre Betreuerin von Nazi-Horden aus der Schule herausgetrieben. Hertha Meyers Sorge galt den Kindern, die völlig verunsichert waren. Jedes Kind wollte jemanden an der Hand haben. Schade, dass ich nicht genug Hände hatte. Die Kleinen wollten sich an mir festklammern. Aber Hertha Meyer bemerkte auch, dass viele der größeren Kinder Stärke und Verantwortungsgefühl zeigten. Die größeren Kinder haben, ohne dass man es ihnen sagte, die Kleinen an die Hand genommen. Einer sagte, und das hat mich besonders berührt, weint nicht, sie sollen sich nicht an unseren Tränen freuen. Bleibt stark, sie wollten stark und stolz sein. Nach dem Novemberpogrom hatte man das Gefühl, man weiß nicht mehr, was vorgeht. Es gab kein sicheres Gefühl mehr. Das haben wir auch bei Isidor Marx gehört. Wie geht man mit den Kindern um? Die Kinder erzählten, ihr Vater oder Bruder sei verhaftet worden, erfuhren von der Zerstörung der elterlichen Geschäfte und Wohnungen. Sorgen bereitete den Lehrkräften und Betreuern die Tatsache, dass sie nicht über genügend Personal verfügten, um die Schule zu überwachen und damit die Sicherheit der Kinder zu garantieren. Das Novemberpogrom hatte alle verunsichert. Jeder kämpfte darum, so schnell wie möglich aus Deutschland herauszukommen. Hertha Meyer selbst hatte das Glück, dass zwei ihrer Geschwister früh in die USA ausgewandert waren. Sie selbst hatte bereits ein Visum, wollte jedoch nicht gehen, ohne den Kindern geholfen zu haben. Aber ich wollte die Kinder nicht alleine lassen. Hertha Meyer blieb noch weitere 9 Monate in der Schule. Die verbliebenen Lehrkräfte und Betreuer versuchten, soweit es unter den gegebenen Bedingungen möglich war, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Unter großem Zeitdruck begann nun die Rettung der Kinder ins Ausland. Am 5. Januar konnte Hannelore Adler mit einer Gruppe von Frankfurt aus Deutschland in Richtung Schweiz verlassen. Von der Aktion habe ich vorhin auch schon erzählt. Nach Kräften bemühte sich Hertha Meyer, so viele Kinder wie möglich mit Kindertransporten in Sicherheit zu bringen. Sie stand dabei mit Organisationen im Ausland in Verbindung. Damit die Kinder eine Chance hatten, auszuwandern, musste Hertha Meyer Berichte über sie schreiben. Das stellte sie vor neue, schwierige Herausforderungen. Einigen Eltern war es gelungen, für sich und die Kinder Affidavits zu bekommen, also eine Bürgschaft für die Einwanderung in ein anderes Land. Viele Eltern hatten jedoch keine Möglichkeiten, gemeinsam mit den Kindern auszuwandern. Sie zu überzeugen, sich von ihren Kindern zu trennen und sie gehen zu lassen, sei eine der schwersten Aufgaben gewesen. Einige Eltern sahen es klar vor Augen, dass sie diesen schweren Schritt gehen mussten, damit wenigstens die Kinder gerettet wurden. Andere wiederum konnten nicht verstehen, dass Eltern selbst kleine Kinder ins Ausland schickten. Auch wenn man damals nicht wusste, dass es möglicherweise eine Trennung für immer bedeutete, so habe man es doch geahnt. So konnte mit den Kindertransporten viele Kinder gerettet werden, meist jedoch nicht deren Eltern. Ein weiteres Dilemma für Hertha Meyer war, auch den Kindern eine Chance zu geben, die schwieriger an eine Familie im Ausland zu vermitteln waren. Beispielsweise Kinder, die lernschwach oder verhaltensauffällig waren. Wenn das Gutachten so positiv ausfiel und die Kinder später Probleme hatten, sich einzugewöhnen, hätte dies unter Umständen die Rettung anderer Kinder erschwert. So stand Hertha Meyer vor einem doppelten Dilemma. Einerseits gerade den Kindern die Flucht zu ermöglichen, die es am schwersten hatten, andererseits keinem anderen Kind die Möglichkeit der Rettung zu erschweren. Und wie haben die Kinder reagiert? Manche haben natürlich geweint. Sie wollten nicht gehen und sagten, ich will bei meinen Eltern bleiben. Manche haben versucht, es zu verstehen. Die Älteren haben verstanden. Hertha Meyer
und ihre Kolleginnen und Kollegen versuchten, den Kindern die Trennung von den Eltern und Geschwistern so erträglich wie möglich zu machen. Tatsächlich gelang es den Kindern überwiegend recht gut, im Ausland Fuß zu fassen, aber oft hätten sie nicht verstanden, warum ihre Eltern sie gehen ließen. Je kleiner sie waren, desto schwerer fiel es ihnen, die Entscheidung der Eltern zu begreifen. So habe der Sohn einer Bekannten später nichts mehr von seiner Mutter wissen wollen. Kein Einzelfall. Meine Mutter hat mich weggeschickt, so seine Begründung. Er hätte ihr nie verziehen, so Hertha Meier. Gutachten zu schreiben wurde nun die wichtigste Aufgabe der Lehrerin. Oft begleitete sie die Kinder nach Frankfurt, wenn sie mit dem Kindertransport Deutschland verlassen konnten. Von allen Kindern machte Hertha Meier Fotos, schrieb Tagebücher. Zug um Zug wurden die Gebäude der Schule in Bad Nauheim konfisziert, der Lebensraum der Bewohner immer weiter eingegrenzt, bis die Schule 1940 endgültig geschlossen wurde und die restlichen Kinder in das israelische Waisenhaus in Frankfurt gebracht wurden. Hertha Meier schätzt, dass es ihnen gelungen ist, mehr als die Hälfte der Kinder ins Ausland zu bringen. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, im August 1939, konnte Hertha Meier noch in letzter Minute Deutschland verlassen. Sie ging zunächst nach England, von wo aus sie im September 1939 nach Amerika gelangte, jedoch mit Hindernissen. Zunächst musste sie ihr Ticket umtauschen, da das vorgesehene Schiff aufgrund des Kriegsbeginns nicht mehr auslief. Stattdessen verließ sie mit einem kanadischen Schiff das Land. Die Athenia wurde jedoch torpediert. Hertha Meier konnte zwar ihr Leben retten, aber das Wertvollste, die Fotoalben zur Erinnerung an die Kinder, an ihre Kolleginnen und Kollegen und an ihre gemeinsame Zeit in der jüdischen Bezirksschule, waren unwiederbringlich verloren. Hertha Meier wurde nach England zurückgebracht. 4 Wochen später gelang es ihr, in die USA zu kommen und ihre Familie wiederzusehen. Mit vielen Menschen, mit denen sie in ihrer Zeit als Lehrerin in der jüdischen Bezirksschule zusammengearbeitet, die sie unterrichtet und denen sie das Leben gerettet hat, blieb Hertha Meier in Verbindung. Mit leuchtenden Augen erzählte sie von einer Reunion in den Catskills, wo sie viele ihrer früheren Schützlinge wiedersehen konnte. Guten Abend, ich spreche zu Ihnen heute als Quäkerin aus Frankfurt, nicht als Historikerin. Und die religiöse Gesellschaft der Freunde und Freundinnen, so wie die Quäker und Quäkerinnen offiziell heißen, hat in der NS-Zeit eine größere Zahl von Juden und Jüdinnen sowie andere Verfolgte gerettet. Die größte Zahl der Verfolgten retteten freilich jüdische Wohlfahrtsorganisationen in England, den USA, Deutschland, Frankreich, Niederlanden und so weiter. Und besondere Persönlichkeiten wurden heute vorgestellt. Deswegen nur ein kleiner Beitrag aus der Sicht auch eines aufnehmenden Landes, nämlich aus England. Und da ist eine bedeutende Vertreterin eben Bertha Bracy. Die Quäker und Quäkerinnen traten besonders in Erscheinung, da wir als Pazifisten und Pazifistinnen keine Feinde kennen und uns in besonderer Weise für Frieden und Versöhnung einsetzen. Das war in Deutschland besonders nach dem Ersten Weltkrieg schon der Fall mit den sogenannten Quäkerspeisungen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg. 1947 wurde den Quäkern und Quäkerinnen in den USA und Großbritannien der Friedensnobelpreis verliehen. Nicht den Quäkern und Quäkerinnen aus Deutschland, was zu dieser Zeit auch politisch völlig unpassend gewesen wäre. Quäker und Quäkerinnen wurden, wie gesagt, bekannt durch die Quäkerspeisung nach dem Ersten Weltkrieg und sie antworteten auf den Ruf, ihr müsst die Kinder aus Deutschland herausholen.
und engagierten sich zur Rettung der Verfolgten des NS-Regimes und eben auch durch die sogenannten Kindertransporte, so heißt der Begriff auch im Englischen, vor allem jüdischer Kinder. Die internationale Vernetzung der Quäker und Quäkerinnen bot eine gute Grundlage für das Engagement des Quäkerbüros Berlin und auch des kleinen Quäkerzentrums in Frankfurt. Wichtig ist zu wissen, dass aus Angst vor den Gestapo-Gruppen auf deutscher Seite alle Spuren vernichtet wurden. In England und Amerika wurde entschieden, dass es nach geglückter Auswanderung keiner Dokumentation dieser Rettung mehr bedurfte. So schreibt Petra Bonavita in ihrem Buch Quäker als Retter in Frankfurt am Main der NS-Zeit im Jahr 2014. Quäker sind also stille Helfer und Helferinnen, wie es an anderer Stelle des Buches heißt. Heute bringe ich Ihnen die britische Quäkerin namens Bertha Bracey näher, über die im Buch Get the Children Out, Unsung Heroes of the Kindertransport von Mike Levy berichtet wird. Bertha Bracey war eine britische Quäkerin, die in führender Position der humanitären Hilfe und Rettung von Flüchtlingen der NS-Verfolgung aktiv war. Sie wurde 1933 Geschäftsführerin des Friends Germany Emergency Committee. Friends ist die englische Bezeichnung auch für die Quäker und Quäkerinnen. Dieses Germany Emergency Committee war sehr bedeutend bei der Rettung Verfolgter des NS-Regimes und besonders auch der Kinder. Und sie blieb Geschäftsführerin von 1933 bis 1945. In den ersten beiden Jahren gelang es, mehr als 600 Verfolgte aus Deutschland zu retten, die durch Zugehörigkeit zu sozialistischen, kommunistischen oder pazifistischen Vereinigungen durch die NS verfolgt wurden. Das Besondere an Bertha Bracey ist, dass sie fließend Deutsch sprach. Sie arbeitete nämlich nach dem Ersten Weltkrieg zunächst in Wien, später in Nürnberg und danach in Berlin und war aktiv in der Quäkerspeisung von Kindern und Jugendlichen nach den Kriegen. Unter diesen Kindern gab es auch solche, die später leitende Nazi-Funktionäre wurden. Und das war ein Vorteil für Bertha Bracey, weil diese Nazis trotz allem eine große Dankbarkeit empfanden, aufgrund der persönlichen Erfahrung eben nicht als Kinder diskriminiert worden zu sein, eines Landes, was den Angriffskrieg, den Ersten Weltkrieg gestartet hatte. Sie wurden nicht als Feinde angesehen und deswegen wurden die Quäker und Quäkerinnen auch nicht als Feinde zunächst angesehen und konnten dadurch in besonderer Weise aktiv sein bei der Rettungsarbeit. Bracey konnte durch ihre gute Kenntnis des Landes und der Kultur frühzeitig bereits Anfang des Jahres 1933 die Lage sehr gut einschätzen und ihre Beratung wurde auch seitens der britischen Politik wertgeschätzt, besonders auch des Außenministeriums, im Englischen übrigens Home Office. Sie versuchte 1933 Juden und Jüdinnen auch mit Hilfe dieses Emergency Committee zu unterstützen und den geschäftlichen Boykott zu umgehen. Das war natürlich sehr gefährlich und brachte teilweise Quäker und Quäkerinnen auch selbst in Bedrängnis und in Gefangenschaft. Im Juni 1933 sendete Bertha Bracey ein Rundschreiben an alle Quäkergemeinden im United Kingdom und bat um Aufnahme von jungen Flüchtlingen aus NS-Deutschland. Die Reaktion war allerdings bescheiden. Sie hielt wenig positive Zusagen, zum Beispiel aus Manchester, ist hier dokumentiert in dem Buch, was vielleicht auch der ökonomischen Krise geschuldet war. Aber 1938 gab es bereits 14.000 Akten im Londoner Quäkerhaus
und Bracy scheute sich nicht, wie Mike Levi schrieb, sogar persönliche Briefe an Hitler, Göring und Heydrich zu schreiben, um die Freilassung Verfolgter, zum Beispiel aus dem KZ Dachau, zu erreichen. Daneben half Bertha Bracy 1934 auch eine koedukative Quäkerschule in den Niederlanden für 100 jüdische Kinder zu eröffnen und im selben Jahr auch die Schule in Stately Rough School in Haslemere in Großbritannien. Durch ihr besonderes Geschick fand sie immer Gönner und Gönnerinnen, die diese Arbeit und diese Schulen finanzierten. Sie hat also durch ihre persönlichen Beziehungen konnte sie sehr viel erreichen, was anderen nicht möglich war, und eben auch durch ihre Sprachkenntnisse konnte sie gut mit beiden Seiten verhandeln und sich verständigen. Nach der Reichspogromnacht, das haben wir eben auch schon gehört in verschiedenen Vorträgen, wandte sich ihr alter Freund Wilfried Israel verzweifelt an sie, um jüdische Kinder unter 18 Jahren nach Großbritannien zu bringen. Sie unternahm mit anderen zusammen eine Reise nach Deutschland, da jüdische Organisationen zu dieser Zeit nicht mehr nach Deutschland reisen konnten. Aber sie hatte das große Vertrauen durch die guten Erfahrungen, die die jüdischen Hilfsorganisationen und einzelne Persönlichkeiten mit ihr gesammelt hatten in Deutschland und in England. Dadurch erlangte sie zunächst Notgenehmigungen, Permits, für 10.000 Kinder. Aber leider wurden dann letztlich landeten nicht 10.000 Kinder in Großbritannien, denn die britische Politik erlaubte nur ca. 9.300 Kindern die Einreise und letztlich kamen nur 5.000 Kinder dort an, obwohl es zunächst eben 10.000 Permits gegeben hat. Das hing mit verschiedenen Faktoren zusammen, unter anderem, dass nach dem Kriegseintritt von Großbritannien die Kinder eben als Enemy Aliens bezeichnet wurden, eben als feindliche Ausländer. Es ist für uns irgendwie schwer zu begreifen, dass Kinder, die verfolgt werden, dann trotzdem als Feinde angesehen werden. Das ist eben nationales Denken und führte dann neben anderen finanziellen und administrativen Hindernissen dazu, dass doch viel weniger Kinder gerettet werden konnten, als es möglich gewesen wäre. Bis zu ihrer Pensionierung 1953 arbeitete Bertha Bracy in Deutschland, unter anderem auch nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Quäkerspeisung mit für bedürftige Kinder und holte 1945 junge Überlebende aus KZs nach England. Diese Kinder und Jugendlichen waren schwer traumatisiert, ausgemergelt, und sie schaffte es, in einen Transport zu organisieren, wo 300 Kinder aus Theresienstadt nach England kamen. Das war nochmal eine besondere Leistung von ihr. Sie starb im Alter von 96 Jahren 1989 in England und wurde 1942 mit dem Orden of British Empire ausgezeichnet. Auch in Yad Vashem gehört sie zu den Gerechten unter den Nationen. Und 2011 wurde noch eine Plakette am Quäkerhaus in London angebracht. Und ich zitiere noch mal kurz aus dem Aufsatz, was dort steht. In Englisch: To honor Bertha Bracy, 1893 bis 1989, who gave practical leadership of Quakers in quietly rescuing and resettling thousands of Nazi victims and lone children between
1933 and 1948. Bertha Bracey zeichnete sich aus als eine stille Helferin, die eben nicht zu der zu den verfolgten jüdischen Personen und Organisationen gehörte. Aber ihr Verdienst ist natürlich im Vergleich zu den jüdischen Wohlfahrtsorganisationen und Persönlichkeiten anzuerkennen, aber muss auch ins rechte Licht gerückt werden. Also sie war eine, die mitgeholfen hat. Soweit mein kleiner Vortrag. Überleitung zu dem nächsten Stück. Eines der Kinder, das mit Hilfe der Quäker gerettet werden konnte, war Thomas Leo. Sein Vater war gerade auf dem Weg zu einer Universitätskarriere als Romanist, musste jedoch aufgrund fehlender beruflicher Perspektiven in Deutschland eine Stelle in Venezuela annehmen. Er wanderte zunächst alleine aus. Seine Frau Helene war nicht jüdisch und damit die beiden Söhne Thomas und Gerhard, sogenannte Halbjuden. Thomas Leo ist aus dieser Zeit das Gefühl des Ausgeschlossenseins im Gedächtnis geblieben. Ich war eben ein sehr einsamer Junge. Helene Leo und die beiden Söhne mussten erleben, wie ihre Wohnung während des Novemberpogroms verwüstet wurde. Die Ausschreitungen veranlassten sie zu schnellem Handeln. Sie schickte Thomas und Gerhard am 5. Januar 1939 in die 1934 gegründete Quäkerschule in Erde in den Niederlanden, für die sich Bertha Bracey eingesetzt hatte. Ein Bericht der Schule über Thomas Leo zeigt, dass sich dieser zwar gut in die Schule eingefunden habe, seine Ordnung im Zimmer ließe jedoch meist zu wünschen übrig. Offensichtlich fühlte sich Thomas Leo aber in der Atmosphäre dieser Schule wohl. Seit dieser Zeit gehört er zu den Quäkern. Thomas Leo stammte aus einer berühmten Familie. Und damit die Überleitung zum letzten Stück, das Frau Nebelstiel spielen wird. Die Urgroßmutter von Thomas war eine berühmte Komponistin und Pianistin, Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und von ihr hören wir jetzt abschließend ein Allegro vivace.